Tja, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stranded Deep. Wir sind hier am Tag, ich guck mal nach. Tag 6, ja. Ich war schon bis Tag 8. Ich habe 3 Folgen aufgenommen und dann hinterher festgestellt, dass meine Moderation, mein Gesabbel nicht drauf war. Nur Rauschen. Weiß nicht, was daran, was damit los war. Das ist natürlich schon ziemlich blöd gewesen. Deswegen fange ich jetzt an, hier wieder, wo ich beim letzten Mal war, und nimm die Folgen neu auf. Ich habe ja zum Glück eine Sicherheitskopie gemacht von dem Ordner. Man hat ja sonst nur einen Speicherstand, dann kann man das auf die Tourart machen. So, ich guck mal hier drauf, wie sieht es denn aus? Wir haben 12:30 nachts. Ja, ist da irgendwas? Da haben wir die Kleinen noch. Ich überspringe mal. Eigentlich brauche ich die Nacht nicht überspringen. Und wisst ihr, was ich mache das nicht? Weil ich habe dann nämlich dieses Ereignis heute, was mich fast den ganzen Tag gekostet hat, dafür genommen, dass ich dann mal ein bisschen Qualitätsoptimierung versucht habe. Mit 60 FPS nehme ich auf nach wie vor. Eigentlich ändere ich so gar nichts, außer dass ich jetzt nicht MP4 mache, sondern AVI und das dann später rendere. Ich glaube, dann ist die Qualität besser. Man sieht ja schon mal, wenn ich so ein bisschen die Maus bewege, dann ist das so anstrengend zu gucken. Ich glaube, das ist, wenn ich mit AVI aufnehme, ein bisschen besser, auch wenn es ein bisschen datenvolumenintensiver ist. So, dann habe ich festgestellt, in der Nacht, so wie jetzt hier, wenn der Mond scheint, kann man eigentlich ganz gut gucken. Ich muss die Nächte nicht überspringen. Es ist nur manchmal so, wenn es gerade dunkel geworden ist oder wenn es dunkel wird, dass es erstmal sehr dunkel ist, bis der Mond dann da ist. Das kann sein. So, ansonsten habe ich auch gedacht, dass ich die Folgen nicht zu lang mache. Also sie sollten weniger als eine halbe Stunde gehen. Gut, wenn ich jetzt in der Nacht spiele, weiß ich noch nicht. Werden wir sehen, wie weit wir kommen. Ich spiele dann also quasi bis morgen Abend. Ja, ich hatte hier schon ein bisschen was gemacht, hier hatte ich noch ein bisschen was gemacht und ich hatte dann in der Nacht jede Menge Bäume gefällt. Aber da, ja, wenn ich jetzt durchmache, dann seid ihr ja dabei, ne? Ich wollte hier so eine Bank machen und so ein paar Sachen, jetzt gehe ich aber erstmal gucken, dass ich das mal runterhole hier. Was muss ich denn jetzt essen? Ja, ich kann 4 Stück essen, ne? Einer bleibt über. Moment, den habe ich noch in der Hand. Ja, jetzt habe ich hier ein Leder. Ich komme jetzt leicht ein bisschen durcheinander. Einmal habe ich ja noch einen anderen Spielstand, mit dem ich selber so spiele, ohne aufzunehmen. Und dann komme ich ein bisschen durcheinander mit dem, was ich ja in den 3 Folgen gemacht habe. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ah, ja, ja. Den Hammer. 93%, den lege ich hier so ein bisschen abseits. So. Achso, da wollte ich nicht reingucken. Dann haben wir das Fleisch von gerade. Die hat noch 84%. Genau. Ich habe Folgendes vor. Um hier noch ein bisschen mehr Plattform zu bauen und hier übrigens auch ein Stück Plattform zu bauen, was ich überdachen werde, damit ich mich, wenn mir heiß wird, mich ein bisschen besser unterstellen kann. Und nicht immer ins Wasser flüchten muss, weil Schatten ist hier ein bisschen mau. Da hinten sind zwar Felsen, da müsste ich um die halbe Insel laufen. Ist auch Blödsinn. Ja, da brauche ich aber so eine Blockbank, eine Plankbank für. Sägebank, oder wie die heißt. Und dafür brauche ich hier so eine verfeinerte Axt. Und die hat aber noch 84%. Die will ich erstmal benutzen. So, jetzt gucke ich mal. Wie sieht es denn aus? Da hinten sind nämlich auch... Ah, die sind auch noch nicht nachgewachsen, die Yuccas da. Das Wildschwein da will ich mir noch holen. Na, jetzt werde ich erstmal schlafen, oder? Lohnt sich das nicht mehr? Wie spät ist denn das jetzt? Ist schon 2:30, lohnt sich eigentlich gar nicht mehr. Ach so, ja, dann habe ich die hier. Da wart ihr auch nicht bei. Die auf einen Haufen getan. Gut. Und zwar, wo mache ich die hin? Hier hinten. Hier am Hügelrand schmeiße ich die hin. Hier sind auch irgendwo Kartoffeln, da drüben. Ah, ja, 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 ja. So. Gut. Ah, bleib stehen. Manchmal hakt er fest und dann muss ich nochmal drücken. So, dann habe ich auch festgestellt, wir haben von beiden Frucht eine. Hier ist die Kura-Frucht und ich glaube, da ein Stück weiter irgendwo ist die andere. Weiß jetzt gar nicht wo. Da kann ich dieses Gatze-Zeug machen. Die wächst übrigens auch nach. Dauert zwar ziemlich lange, aber die wachsen nach, diese Früchte. So, jetzt liegen hier auch noch welche. Kann ich auch noch mal eben aufräumen.
Und ich müsste etliche Bäume hauen erstmal. So, ne, da kann man dann irgendwie in der Nacht tatsächlich aufnehmen, wenn das nicht zu düster ist. Ja, das geht eigentlich ganz gut. So. Wollen wir mal Bäume hauen. Na, die hau ich mal von da, weil die Kokosnüsse brauche ich auch für die Flaschen. Ja, zu den Wedeln, zu den Palmwedeln. Da kommen die Kokosnüsse schon angelaufen. Komm her. Und du bleibst auch hier. Nicht ins Wasser rollen. Mitkommen. So. Na, nun lass mich doch mal hier weg. Wir brauchen nämlich Unmengen Holz. So, jetzt aber zu den Palmwedeln. Die Palmwedel kann man theoretisch auch dafür nehmen, um Wasser zu generieren. Ja? Also die kann ich also auch hier reinschmeißen. Ist alles voll. Wie sieht es eigentlich bei mir im Wasser aus? Oh ja, da trinke ich leer. Einen noch. Jetzt bin ich wassermäßig richtig voll. Der hat nämlich einmal gefutschelt. Na, komm mal her hier. Und dann nimm ihn doch in die Hand. So, dann haben wir die. Die legen wir zu den anderen. Und da liegt die Palme. Damit ich nämlich hier, bevor ich diesen Bock baue... Na, ich will ja... Brauche ich weitere Planken. Hier liegen, glaube ich, noch drei, ne? Ja, dreimal Planken. Wir brauchen vier für ein Fundament. Wir brauchen noch ein paar mehr Fundamente. Und aus den Holzstämmen kann ich die Planken machen, wenn ich so eine Plankbank habe. Die werde ich hier jetzt mal anpinnen, schon mal, damit wir das sehen können. Da brauche ich jetzt noch gar nicht anpinnen, später. Aber ich schon mal aufrufen hier. Da ist sie. Ja, wir brauchen also so einen Hammer. Und hier eine verfeinerte Axt und eben noch ein Seil, einen Baumstamm und vier Stöcke. Den Hammer, den habe ich ja schon gemacht, der liegt hier schon mal. Und die Axt will ich mit den über 80% nicht verballern. Die will ich vorher noch ein bisschen ausnutzen. Und deswegen muss ich jetzt ein paar Bäume hauen. Und die Palmwedel, die kann man also, wie ich gerade sagte, auch tatsächlich... Da liegt ja noch eine. Tatsächlich auch dafür benutzen, um daraus Wasser zu machen. Aber ich nehme lieber hier diese Fasern, die hier rumstehen von den jungen Palmbäumen und auch von den Yuccas, weil die wachsen nach. Ja, die Yuccas, die generieren immer neue und diese jungen Palmdinger hier, die wachsen nach. Aber diese Palmwedel, die großen Blätter, die ich jetzt da gerade auf den Haufen geschmissen hatte, die, ja, das muss immer bis ins Wasser laufen, da, ne? Immer rollen die bis ins Wasser. Das sollt ihr doch nicht. Die sollte man immer schön sammeln. Ja, die Palmwedel hier, die sind irgendwann vorbei. Wenn ich auf allen Inseln alle Bäume gefällt habe, jetzt mal theoretisch, sind ja viele, dann gibt es keine Palmblätter mehr, keine Wedel mehr. Und die Wedel braucht man auch. Wenn ich zum Beispiel so einen Unterschlupf bauen will oder so ein Wassergenerierding, dann brauche ich diese Palmwedel. Deswegen nehme ich natürlich zum Wassergenerieren Ressourcen, die sich regenerieren, die nach. Logisch, oder? Weil jemand hat mir gesagt, warum nimmst du denn nicht die Wedel? Weil man braucht ja schließlich die anderen so dringend für die Seile. Ja, ja, aber die wachsen nach. Palmen wachsen nicht nach. Soweit sollte man denken. Gut, am Anfang mag das noch weniger wichtig sein. Da kann das schon mal sein, dass einem das wegen der Seile knapp wird. Da muss man eben warten, bis die nachgewachsen sind. Was aber die Palmen nicht tun. Nur diese Palmensprösslinge, die wachsen ja nicht weiter. Ah, da rollt es schon wieder ins Wasser. Hier geblieben. Du Nuss, du. Ist das auch noch eine? Der ist ein Stein. Den kann man noch liegen lassen. So. Bringen wir den weg. Müsste ja bald hell werden. Der Mond steht schon so tief. Jetzt könnte das noch mal ein bisschen dunkler werden. Ich habe auch so den Eindruck, wenn der Mond so tief steht, weil YouTube macht das ja immer noch ein bisschen mehr dunkel. Das ist immer ziemlich doof. Aber ich habe das ausprobiert. Das ist halt, womit ich heute den Tag verbracht habe überwiegend. Das ist heute übrigens Samstag, der ist heute 23. Mai. Nach dieser falsch misslungenen Aufnahmesession von drei Aufnahmen, wo kein Ton ist, also kein Ton von mir. Nur Rauschen. Warum auch immer. Irgendwas ist da schief gelaufen. Ach ja, jetzt geht das wieder nicht. Dann lege ich das Ding hier ab. So, und die schmeiße ich jetzt auf den Haufen, damit das ordentlich ist. Sonst habe ich die überall im Weg liegen.
Ah, jetzt wird's hell. Ja, ich werde jetzt nicht die ganze Folge nur Bäume fällen, aber ein Teil muss ich schon. Ich teile das so ein bisschen auf. Ich mache jetzt eine, hole ich noch und dann haue ich die noch in Stämme. Und dann machen wir was anders. Ist auch noch ein bisschen Nahrung besorgen. Das Wildschwein da, das ist mir ins Wasser gelaufen immer. Da hinten ist es. Jetzt muss ich das erstmal da runter treiben. Und dann werde ich mal gucken, ob wir uns das mal einverleiben können. Denn Leder brauche ich auch. Da ist noch eins. Aha, okay. So, jetzt kommst du. So, mitkommen. Hier ist übrigens eine Pipi-Pflanze. Ganz wichtig, Pipi-Pflanze braucht man ja, um Gegengift herzustellen. Wenn man die Pipi-Pflanze hier in der Natur pflückt, dann wächst sie nicht mehr nach. Deswegen muss man eine Pipi-Pflanze in so einen Pflanzcontainer machen. Und da entsteht dann auch so eine Pflanze, wo aber die Pflanze dann, die Pipi-Pflanze immer nachwächst. Allerdings muss man die mit Wasser wässern. Gilt für alle Pflanzkästen. Und wenn man dann mal auf Reisen ist oder so und das trocknet ganz leer, dann vertrocknen die und dann sind die hinüber. So. Jetzt haue ich die noch ein bisschen klein. Was haben wir denn jetzt hier? 72%. Also so unter 20% möchte ich die schon gerne haben. Die Axt, bevor ich den Bock baue. Jetzt habe ich das nicht gesehen. Der schon durch war. Ja. Ah ja. Alles klar. So. Wo packe ich das denn hin? Die Stämme. Hier hin, ne? Ich glaube, hier ist das ganz gut. Ja. Die nochmal nehmen. So, weiter. Ah, es sind nur zwei. Okay. Gibt ja eine Palme mit einem Stamm, Stammhöhe, mit zwei, mit drei und mit vier. Das ist jetzt zum Beispiel eine Vierer. Manchmal kann man da nicht so richtig sehen, ob die schon durch sind. Aber mit vier Schlägen eigentlich sind die durch. Okay. Ach, weil ich die Kokosnüsse noch da drin habe. Ja. Für ein so ein Podest, da brauche ich vier so Stämme, da muss man wissen. Deswegen brauchen wir also noch jede Menge Holz. Und deswegen müssen wir auch sehr bald damit beginnen, den Floß zu bauen, damit wir zu den anderen Inseln können. So, jetzt werde ich erstmal die Kokosnüsse hier ablegen. So. Was sagt eigentlich mein Sonnenschutz? Sieht noch sehr gut aus, ist noch früh. Ne? Wie spät ist es? 7.56 Uhr. So, wie sieht's hier aus? Ja, ist viel Arbeit, dass man da eben so was immer nachfüllen muss. Da muss man immer im Blick halten. Ich brauche auch sehr bald einen zweiten davon. Wasser? Ja, ich trinke mal einen. So, da hatten wir nichts mehr, hatten wir rausgetan. Ja, da müsste ich eigentlich... Ich hau das noch klein da. Und dann gehe ich angeln. Ist ja noch früh morgens. So, das sollte ich jetzt... Nee. Aber jetzt. So. Gucken wir, es dürfte aber auch schon hell genug sein, dass man ordentlich was sehen kann. Vorsichtshalber einmal speichern. Zack. So, jetzt gib mir mal meinen Fischerspeer. Da liegt's. Wollen wir mal ein bisschen angeln gehen? Nein, den brauche ich. Oh, wieso habe ich denn zwei davon jetzt da drin? Da brauche ich da gar nicht. Einer reicht doch. So. Ja, schauen wir mal. Ah, hier ist schon so eine Tretmine. Vorsicht. Ich bin jetzt in erster Linie auf Kabeljau. Die kleinen Fische, die sind einfach winzig. Das ist doof. Das kostet schließlich Holz, wenn ich das Feuer so lange anmache. Da, das ist der Kabeljau.
Auf den bin ich scharf. Na, ah. Lass dich doch mal fangen. Gibt's das denn? Jetzt aber flott. Huiuiuiui. Da. Hab ich? Hab ich. Vorsicht, giftiger Fisch. Jetzt vergiften wir Schnitt, obwohl ich aber, glaube ich, mehrere Pipi-Blumen habe. Aufpassen, hier gibt es auch manchmal so Seeigel, die so ähnlich aussehen von den Stacheln her. So, wie viel habe ich jetzt? Auch rauf muss ich, rauf muss ich. Bin nicht in Subnautica hier. Wie viel habe ich denn? 4, komm, einen noch, dann können wir einmal durchräuchern lassen. Einen Kabeljau will ich noch haben. So ein bisschen brummeln, ne? So wie so ein Grollen. Das ist dann manchmal ein Zeichen, dass ein Hai in der Nähe ist. Aber hier ist alles friedlich, so, ne? Die Ecke. Mal eben atmen gehen. Ich habe ja die Haie hier selbst gesetzt und ich habe auch welche gesetzt. Wo jetzt hier genau, weiß ich gar nicht so genau. Kann auch sein. Ich habe also solche und solche Inseln. Oh nein, jetzt habe ich mich vergiftet. Aber das war nicht der Fisch. Oder doch? Habe ich dem schon zu nahe gekommen? Mist, ich hab mich vergiftet. Ah ja, erstmal raus. Oder ist hier irgendwo so ein scheiß Seeigel? Ich hab nichts gesehen. Mann. Das ist jetzt kein Drama. Aber blöd. Was ist jetzt? Also, so viel ich weiß, hier ist noch so ein Ding. Wenn ich da reintrete, passiert dasselbe. Oder wenn mich eine Klapperschlange beißt. So. Ja, wenn ich jetzt hier mal gucke, ich habe also diese Pocken am Arm. Und ich habe hier eine Vergiftung. Und jetzt wird meine Gesundheit runtergehen. Langsam. Und deswegen muss ich irgendwann so ein Gegengift bald haben. So. 1, 2, 3, 4, 5, genau. Und die werde ich jetzt erstmal schlachten, ausnehmen. Die geben mittelgroßes Fleisch, das ist gut. Ne? Diese anderen Fische geben ja nur ein kleines und die geben mittelgroßes. Und wenn man jetzt einen von den großen Zahnkarpfen da, die man da schon mal hat, fängt, die geben dann zwei mittelgroße. Und wenn man mal einen Hai tötet oder sowas, die geben ganz großes. Gut. Feuer machen. Schau, ich habe Feuer gemacht. Ist ein bisschen schwierig. Da muss ich also abwechselnd beide Maustasten klicken. Das ist ein bisschen friemelig, aber nichts Schweres eigentlich. Ein bisschen ungewohnter Art, ja. So. Das hätten wir schon mal. Ja. Wenn ich mehr als eine Pipi-Blume habe... Hatte ich hier nicht eine drin? Da sind Kartoffeln drin. Eine so eine Pflanze, die ist aber schon vergammelt. Das ist eine Guava-Pflanze. Essen kann ich die nicht mehr, verwerten auch nicht mehr. Aber ich kann die einpflanzen und dann wächst ein Baum. Da ist eine Pipi-Pflanze. Gut, dann kann ich mir ja ein Gegengift machen von der da hinten. Ich muss eine haben, die ich einpflanzen will. Das werde ich jetzt auch bald als nächstes in Angriff nehmen. Dass ich mir... da so Pflanzkästen mache. So, die nehme ich jetzt mit. Und dann brauche ich eine Kokosnuss. Und ein Seil. So, ein Seil. Ich habe gesehen, da hinten liegt eins, ne? Habe ich gerade mit dem Augenwinkel gesehen hier, in dem alten Stand. Da liegt eins. So, jetzt mache ich erstmal... Flasche. Die kann ich jetzt sogar trinken und dann trotzdem noch benutzen. Das habe ich erst gar nicht gewusst. Na, gucken wir mal eben hier. Ja, jetzt trinke ich die. Und jetzt kann ich trotzdem damit noch mein Antidot machen. So. Und wenn ich das jetzt trinke, bin ich wieder gesund.
So, und die Vergiftung ist weg. Der Arm ist wieder schön gesund. Ah, Sun Protect geht langsam los. Jetzt gucke ich aber mal, wie sieht es hier aus? Sie hat noch 62%. Ich muss auf jeden Fall noch Bäume hauen. Vielleicht mache ich das in der nächsten Nacht. Mal gucken, dass ich da doch offline ein bisschen mache, weil ich muss jetzt, ich habe jetzt hier drei Bäume gerade gehauen und das müssen mindestens nochmal 6, 8 oder 10 Bäume werden, glaube ich. Und deswegen, das ist ja vollgefüllend. So, das mache ich jetzt, bis das durchgeräuchert ist. Wie geht's mir? Hungermäßig, okay. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt schon anfangen können anzubauen. So, was kostet denn so eine Farming-Hacke da? Da müssen wir hier gucken. Die ist doch hier da. Ein Seil, ein Stock, ein Steinwerkzeug. Relativ einfach. Ein Seil, ein Stock, ein Steinwerkzeug. Seil machen wir hier. Ein Stock. Hier haben wir Stöcker. Und ein Steinwerkzeug. So. Jetzt kann ich die machen. Gut, jetzt nehme ich nämlich hier zwei von. Ich glaube, ich brauche nur zwei davon. Und dann kann ich damit nämlich... Ah, das ist wieder Working with Sand. Das ist so eine Errungenschaft von Steam. Die kann er aber nicht machen, wenn es eine selbst erstellte Insel ist. Da kommt die Meldung, kommt immer mal wieder. Aber die sind mir auch nicht so wichtig, die Errungenschaften. So. Ja, dann mache ich jetzt mal hier... Farming. Den... Stellen wir hier hin, ne? Oder hier. So. Da ist er gut. Jetzt hole ich meine Pipi-Pflanze. An den lassen wir hier liegen. Den brauche ich ja auch nur hier. Jetzt hole ich die Pipi-Pflanze und pflanze die schon mal ein. Muss aber trotzdem noch ein Seil haben. Und eine Flasche machen. Wie geht's mir getrinkmäßig? Ja, die kann ich leer trinken. Damit. So. Und einpflanzen. Hier sieht man aber, ich habe nur ganz wenig Wasser. Wenn das leer ist, und das wird ja mit der Zeit leer, dann vernünftig. Es gibt ja auch Flaschen, die können bis 5 Portionen, aber diese Kokosnussflaschen, die können immer nur einen Schluck. Na, hier kommen natürlich auch noch so Wasserspender hin, aber am Anfang muss ich jetzt halt laufen. Ist leider so. Sonst vertrocknet die mir. Ich könnte auch mehrere Flaschen machen, natürlich, aber die brauche ich im Moment jetzt auch nicht. Zack. Das hatte ich gerade schon. Hat er schon einen weggemacht. Also es hält relativ lange. Wenn das einmal voll ist, da hält das ziemlich lange. Da kann ich dann auch, wenn ich jetzt zum Beispiel mehrere solcher Pflanzkästen habe hier und habe die ganz voll... Oh, was ist das denn? Und habe die ganz voll gemacht. Regen hilft hier übrigens auch. Durch Regen... Ja, ich habe es befürchtet. Durch Regen füllt sich das auf. Ja, was mache ich denn jetzt mal? Ich müsste eigentlich jetzt mal diese Dinger sammeln. Die hier. Aber ich muss erstmal in Schatten. Jetzt gehe ich aber nicht ins Wasser. Nicht, dass ich mich wieder vergifte. Jetzt suche ich mal, ob wir hier Schatten finden. Müsste eigentlich. Da oben sind ja Berge. Ah, ich glaube, sind auch Schlangen, ne? Jetzt habe ich auch keine Waffe dabei. Oh, ich muss sofort in Schatten. Wo ist denn die Sonne? Ach, die ist da. Ist hier Schatten? Ich glaube ja. Ah ja, hier ist Schatten. Gucken wir mal. Ja. Da war ich doch schon drin, oder? So, wie sieht's aus? Wenn ich zwei Punkte voll habe, kann ich wieder weggehen. Aber hier ist auch irgendwo eine Schlange, eine Klapperschlange. Ach, guck an! Ja, das ist ja interessant. Und auf dem Schiff
fliegen auch noch welche. Die hatte ich auch, glaube ich, schon mal so zusammengeschoben da, ne? Sind auch noch Fässer auf dem Schiff da. Ich muss ja mal irgendwann mir das Floß bauen, damit ich wegkomme, weil hier sind die Ressourcen ja bald aufgebraucht. So, wie sieht's aus? Ja, gut. Das ist ja interessant. Aber wenn ich das jetzt kaputt haue, ne, dann fliegen die überall hin. Dann fliegen womöglich auch da runter. Ja, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Das hast du gut gemacht, Junge. Ah, das ist im Wasser? Das ist im Wasser, ne? Und da ist ein Hai. Das sind sogar zwei, oder? Ne, ist einer. Aber ich muss das jetzt holen. Das ist wichtig. Nicht mit dem Messer in der Hand laufen. Kinder, das ist so gefährlich. Dürft ihr nie machen. Schere oder Messer in der Hand. Niemals mit rennen. Einmal fallen kann tödlich sein. So, lass mal gucken. Ach, das ist ja ganz am Anfang hier. So, komm her. Schwups. Wo packe ich das denn hin? Ah, da vorne an der Seite. So. Komm her. Stell dich hin. Ah, ist das blöd. Nur stell dich hin. So. Na. Weil wenn die stehen, rollen die auch nicht weg und fallen auch nicht, rollen auch nicht ins Meer. Weil wenn die ins Meer rollen, dann treiben die Apps irgendwann weg. Und dann kommt so eine Meldung. Wenn du das jetzt nicht sofort rettest, dann ist das für immer verloren. Gilt zum Beispiel auch für dieses kleine Schlauchboot da. Ach, jetzt gibt es auch noch Sturm. Ich muss schnell die Tonnen holen. Oh nee, oh nee, oh nee. Schnell. Da fehlt noch ein drittes. Das darf mir nicht verloren gehen. Das wäre echt eine Katastrophe, denn die sind sehr begrenzt und ich würde gerne mein ganzes Floß, also die Schwimmkörper und alle aus nur den Tonnen bauen. So, wo ist jetzt das letzte? Wo war das andere hin? Gehen wir mal hier rauf. Bitte keine Klapperschlange jetzt. Ich weiß das nicht. Da ist es! Oh, das war schon. Aber ging noch. So, ja, super Wetter. Da muss man sich verhüten. Wenn man mit dem Floß gerade auf dem Meer ist und es kommt so ein Sturm, dann ist das ganz schön übel. So, die bleiben erstmal hier stehen. Die anderen hole ich mir. Dann können wir morgen schon mal das erste Teil. Ich muss so brüllen gegen den Sturm. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so laut ist. Ich habe das übrigens leiser gemacht. Weil 80% am... Boah. Wird auch jetzt bald dunkel. Entschuldigung. Ich muss die Zeit nutzen. Unterstellen kann ich mich ja noch nicht. Boah, ich habe da total laut hier im Ohr. Ich mache mir das mal ein bisschen leiser. Muss ich jetzt vorsichtig machen. Jetzt ein bisschen Wackelkontakt hier. So, jetzt ist es ein bisschen leiser. Ich höre meine eigene Stimme. Das sollte man immer zeitig machen hier. Damit die nachwachsen können. Hier ist noch eine Pipi-Blume, sehe ich gerade. Die lasse ich natürlich da stehen. Ja, das machen wir später mal. Jetzt ist natürlich düster hier. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viel im Video noch zu sehen ist.
So, wie sieht's hier aus? Da können wir frei rein. Ja. Ja, dann gehe ich jetzt noch ein paar Steine sammeln. Die braucht man nämlich auch immer. Ich sehe ja kaum noch was. Jetzt ist aber richtig düster. Aber. Und dann mit dem Regen so, das ist total krass gegen den Mondschein da, ne? Heftig. So, voll. Na, geht jetzt nicht. Jetzt habe ich gerade hier ein komisches Geräusch gehabt. Klack. War zu weit. Ich blicke ja auch schon in den Adelstein. Oh, hört das doch nochmal auf mit dem Wetter. Das macht er nicht. Dann werfe ich das Messer hier hin. Ja, wir haben jetzt 19, ich glaube, dann schlafe ich das Wetter weg. Morgen ist es bestimmt besser. Und ja, oder ich mache was ohne euch weiter in der Nacht, noch ein paar Bäume pflanzen. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und ich werde jetzt in der Nacht einfach noch ein bisschen Holz.